Ob in der Luft, auf vier oder auf zwei Rädern, Bergheim feiert seinen Weltmeister. 7000 Menschen machen Party mit und für Sandro Cortese. Der Weltmeister in der Moto3-Klasse und waschechte Bergheimer ist überwältigt. Ich denke, die Bilder zeigen schon alles. Einfach ein abnormal gutes Gefühl. Freut mich riesig, dass ich jetzt endlich mal wieder daheim bin, das Ganze genießen darf und dann mit allen, die heute mit mir feiern können. Das freut einen natürlich umso mehr. In seinem Leben als Motorsportler reist Sandro in alle Ecken der Welt. Trotzdem bleibt er seiner Heimat immer verbunden und kann sich an kein Event erinnern, das seinem Empfang das Wasser reichen kann. Es gab einmal Bergheim Bebt vor ein paar Jahren, aber jetzt so ein riesiges Fest und Ereignis, ich denke, das gab es in den letzten 100 Jahren nicht. Und das zu Recht, schließlich ist er auch Bergheims erster Weltmeister. Für seine Fans gibt es vieles, was ihn in dieser Saison ausgezeichnet hat. In letzter Zeit die Aggressivität, die er auf der Strecke an den Tag legt, also eine faire Aggressivität und einfach immer sein Bestes gibt. Die Konstanz. Die hat ihn zu Recht zum Weltmeister gemacht, genau. Sandro ist ein Beißer, der kann auf gerade schnell, gutes Team, gute Maschine. Das heißt, seit er im KTM-Team ist, ist er einfach stark. Vorher hat einfach das Material nicht gestimmt. Aber lassen Sie sich jetzt nicht täuschen, natürlich sind auch die Bergheimerinnen im Cortese-Fieber. Und das aber nur im richtigen Outfit. So sieht man es vielleicht ein bisschen. Da ist er noch etwas in jüngeren Jahren, sag ich mal. Und die Mädels fiebern immer mit ihrem Sandro mit, stehen sogar auf, um das entscheidende Rennen in Sepang zu verfolgen. Es war halt irgendwie, es ist nicht fassbar, dass jemand von hier, den man kennt, sowas passiert. Das ist schon genial. Genial ist auch das, was Bergheim auf die Beine stellt. Eine Rennstrecke durch den Ort, Motorsport in allen Formen für die Fans. Und einen Weltmeister, der seinen Erfolg inzwischen immerhin schon glauben kann. Realisiert schon, aber eigentlich, dass wirklich sich jeder so für mich ins Zeug legt, das ist natürlich immer noch wie ein Traum. Ein Weltmeister zum Anfassen. Sandro Cortese weiß, dass er einen Teil seines Erfolgs auch seiner Heimat zu verdanken hat. Und genau das will er seinen Anhängern auch zeigen. Mit den Fans feiern den Tag so gut wie es geht zum Genießen, weil es ist mit viel Stress verbunden. Aber ich freue mich einfach da sein zu dürfen und den Fans ein bisschen was zurückgeben zu dürfen, was sie einfach mich so über die Jahre hinweg unterstützt haben. Und ja, einfach jeder, wo da ist, einfach zum Zeigen, dass sie dankbar sind. Er ist dankbar und umgekehrt ist es genauso. Bergheim dankt und feiert seinen Weltmeister.